Und da sind wir wieder in unserer Unreal Engine 5. Genau gesagt auf dem Marktplatz. Der Free for the Month Content für den Monat Februar ist da. Wir haben ja drauf gewartet. Kam wenig spät, fand ich. Aber jetzt ist was da. Ein wenig durchwachsen von der Qualität. Aber das ist nur meine Meinung. Jeder achtet eben auf ein paar andere Dinge. Diese Low Poly Town, die ist mein Favorit. Die sieht wahnsinnig gut aus. Hat jetzt keine LODs. In der 5er Version der Unreal Engine, da ist es aber nicht so wichtig. Da arbeitet man ja eh mit Nanit. Und ich bin auch rein, hab's mir runtergeladen und bin da mal ein wenig durchgewandert. Wunderschön. Also die Assets total einfach gehalten, Low Poly eben. Und wunderschöne Farben. Find's echt toll. Eine Pizzeria gibt's ja, dann hat die Stadt schon gewonnen. Eine Bar. Also hier kann man es aushalten, würde ich sagen. Hier die wunderschönen Häuser. Hier Straßen, ein paar andere Assets noch, Schilder und natürlich die Bäume. Es sieht gar nicht so viel aus, aber ihr habt die Stadt ja gesehen. Also da ist richtig was los, vor allem auch mit den kleinen netten Fahrzeugen, die finde ich ja total süß. Und wenn man das richtig platziert alles, Bushaltestelle, ja, dann sieht das echt toll aus. Und in der Demo sehen wir auch ein wenig Leben, da sind die Fahrzeuge unterwegs. Also das muss auch irgendwie gehen. Ich habe es jetzt nicht auf die Schnelle hinbekommen. Und es gibt sogar eine Nachtszenerie. Jo, das nächste Pack ist Character Body FX Volume 1. Und ja, das schauen wir uns besonders für unsere Game Level wahrscheinlich an. Denn ich brauche ja auch ein paar Gegner. Und wenn wir das hinbekommen, dann wäre so ein Steinmonster natürlich hervorragend. Also das hat es mir angetan. Sehr gut. Das schauen wir uns aber speziell nochmal an, wenn wir an unserer Game-Level schrauben. In einem anderen Video, ob wir da was verwenden können. Science-Fiction sind wir auch unterwegs. Science-Fiction-Village. Ich fand's qualitativ etwas durchwachsen. Also nicht falsch verstehen, ich wär froh, wenn ich sowas designen könnte. Aber es war jetzt von der Qualität her ein bisschen seltsam. Hab's mir auch runtergeladen. Die Raumschiffchen, die sind nett. Die gefallen mir. Sehr gut, muss ich sagen. Der Rest ist, naja, fand es jetzt optisch ein wenig seltsam. Aber ich war neugierig. Wie gesagt, ich habe es mir runtergeladen und wollte da mal selbst auch durchspazieren. Hat 4,3 GB. Also, es ist jetzt nicht klein. Und bei mir sah es ein wenig komisch aus. Ich kann es jetzt nicht beschreiben, warum. Mich visuell jetzt einfach nicht so vom Hocker gehauen. Es ist jetzt auch nicht eine richtige Game-Level, das ist mir schon klar. Einfach nur eine Level, um das Ganze ein wenig aufzuzeigen, wie es aussehen könnte. Ja, die Raumschiffchen ganz nett, aber die Texturen irgendwie seltsam. Hatte auch viel Flackern drin und müsste man wahrscheinlich einiges optimieren, aber gut, ich gehe davon aus, dass sich viele das Ding einfach runterladen und dann soll es gut aussehen. Ich weiß nicht, da ist jetzt nichts optimiert. Aber wer was im Science-Fiction-Bereich sucht, der wird hier mit Sicherheit fündig und kann sich da ein paar Assets schnappen, denke ich mal. Hier die Grastextur ist jetzt auch nicht der Brüller und die Felsen auch nicht. Also das wurde einfach nur hingeklatscht, damit man ein wenig Umgebung hat. Wen das Thema interessiert, ja, der wird hier fündig. Für mich war es jetzt eher uninteressant. Dann haben wir ein Bankbuilding. Selbes Thema, qualitativ, ich weiß nicht. Ich habe es runtergeladen und hatte dann schon die ersten Probleme. Und von außen mit dem Licht, ich habe auch eine Fehlermeldung links oben oder mehrere. Irgendwas funktioniert da nicht tadellos. Es sah jetzt von außen nicht so berauschend aus. Innen war es okay, ja, und kann sich sehen lassen. Glänzt alles sehr schön. Wenig Inneneinrichtung. Und ja. Sieht jetzt nicht so schlecht aus, finde ich. Die Bilder sind besonders toll.
Also man findet überall was, das man sich schnappen kann für seine eigenen Projekte. Hier ist es auch so. Die oberen Stockwerke allerdings, die sind sehr gruselig. Zumindest mit meinen Lichteinstellungen. Also wie gesagt, da ist bestimmt irgendein Fehler hier bei mir. Ich konnte es jetzt nicht auf die Schnelle lösen. Sehr gruselig. Aber was Schönes zum Platzieren, wenn man sich eine Stadt aufbaut. Da passt so ein Gebäude mit Sicherheit rein. Selbst in einer modernen Stadt, da stehen ja auch noch ältere Gebäude. Also man kann es verwenden und unten, wie gesagt, sieht es ja ganz schön aus in der Eingangshalle. Das sind die Vorschaubilder, die sind anders beleuchtet. Ihr seht es schon, also da war mit Sicherheit irgendwas falsch eingestellt oder hat noch nicht so funktioniert. Ich frage mich halt, warum das nicht überprüft wird irgendwie. Ich meine, die Dinger sollen ja gut aussehen, wenn man sich die lädt, oder? Aber sind wir nicht zu kritisch? Wir sind froh, wenn wir kostenlos was erhalten. Dann haben wir ein FPS-Puzzle-Kit. Das ist jetzt nicht so meine Welt. Hier geht es viel um Blueprints. Da sind auch einige dabei. Ich glaube, über 30 Stück. Und viel mit Physics wird hier gearbeitet. Also wer hier Interesse zeigt für dieses Thema, der wird hier mit Sicherheit fündig. Ich bin jetzt nicht so in der Puzzle-Welt drin. Im Gaming. Insofern will ich es euch nur mal zeigen auf diesem Weg. Für euch vielleicht interessant. Und das war's dann schon wieder. Free of the Month im Februar. Wie gesagt, meiner Meinung nach ein wenig durchwachsen. Und hab so den Eindruck, man hat sich nicht sehr bemüht, dass die Sachen schön laufen auf der neuesten Unreal Engine Version. Wir machen dann demnächst hier weiter in meiner Gaming Level. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder vorbeischaut hier auf dem Kanal. Danke für ein Like und ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Euer Cesco von Halb 8 Filmen.